Und unser heutiges Thema ist Hate auf YouTube, und ich habe da eine Geschichte zu erzählen, die vielleicht ein paar Leute von euch interessieren würde. Jo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir spielen heute Lava Survival. Und zwar, wie der Name sagt, man muss vor Lava überleben auf dem Funville-Server. So, und unser heutiges Thema ist Hate auf YouTube. Und ich habe da eine Geschichte zu erzählen, die vielleicht ein paar Leute von euch interessieren würde. Und ja, das wollen wir einfach gleich mal erzählen. Und dabei werde ich einfach mal ein bisschen hier den Spielmodus zocken. Und ich habe gemerkt, in der letzten Aufnahme hatte ich die ganze Zeit so, als ich sprang oder so, wurde das irgendwie die Aufnahme immer langsamer. Hoffentlich ist das diesmal weg. Ich habe da mal ein bisschen was geändert. Das wisst leider erst ihr. So, man hat so Eichenholzbretter und man kann sich damit hochfahren. Also die sind unlimited, da steht dann immer 0, minus, minus 1, was weiß ich. Aber das zählt, glaube ich, nichts. Das weiß ich jetzt auch nicht. Das werden wir dann im Laufe der Aufnahme herausfinden. Und ich baue mich jetzt einfach mal ein bisschen nach oben. Oder irgendwie mir so einen Schutz oder so. Versuchen wir einfach mal irgendwie zu überleben. So, ich glaube, hier ist es ein bisschen doof zu bleiben. Ja, diese Ruckler habe ich auch noch. Also, mein PC ist bestellt, wie gesagt. Nur DHL streikt im Moment und das ist ziemlich scheiße. Na, wir werden es ja sehen. Wann er ankommt. Auf jeden Fall noch in den Sommerferien. Apropos Sommerferien, ich werde ein bisschen öfter jetzt Videos bringen. Vielleicht alle 2 Tage oder so. Das wird jetzt ein vollgestopftes Video mit Infos. Freut euch drauf. Nein, gut, dann wollen wir mal zu der Geschichte kommen, und zwar Hate auf YouTube. Ich habe jetzt wirklich, seitdem ich YouTube mache, das ist ja schon eine ziemlich lange Zeit her, bin ich mit vielen Leuten in Kontakt gewesen. Und ich habe hautnah mitbekommen, wie Leute gehatet wurden, die ich kannte. Und das war ziemlich scheiße, also... Lol. Und, okay, gut, da kommt schon mal scheiß Lava, kacke. Und, ja, ich habe es halt hautnah mitbekommen, wie er auch dann selber sozusagen ein bisschen zusammengebrochen ist. Ich will jetzt auch nicht sagen, wer das war. Aber, Hate macht ziemlich viel mit einem Menschen kaputt. Zum Beispiel, wenn du, dir so viel Mühe in ein Video reinsteckst und dann siehst, es hat einfach 15 Dislikes und 3 Likes oder so, dann ist das schon ein Stück weit so, dass du dir denkst, warum habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Was bringt das mir jetzt gerade? Warum habe ich das jetzt gemacht, wenn das eh für Leute ist, die meine Videos eh scheiße finden? Und langsam müssen wir mal ein bisschen abhauen hier. Und das habe ich mir zum Glück noch nicht gedacht. Und ich hoffe, das wird auch nie passieren. Schlauster Tod ever. Oh Mann, ist das behindert. Auf jeden Fall werde ich jetzt einfach weiterreden, weil ich finde, das kann man noch weiterreden drüber. Auch wenn ich jetzt tot bin, ist jetzt scheißegal. Und ja, wie gesagt, es ist einfach ein wenig kacke, wenn man gehatet wird, ein wenig sehr kacke. Sogar, es gibt, glaube ich, Leute, die würden das sogar so zerstören, dass sie einfach aufhören würden mit YouTube. Das kenne ich. Es gibt Menschen, die aufgehört haben mit YouTube. Da bin ich mir ganz sicher, wegen Hate. Mein Gott, warum komme ich jetzt hier in keine Runde mehr rein? Und, ja, Hate ist nicht unbedingt... Also, bevor ihr hatet, Leute, würde ich mir erstmal überlegen, was das überhaupt... Warum macht ihr das, ne? Alleine, die Leute geben sich so viel Mühe dabei, und dann einfach zu haten ist einfach ein bisschen... unnötig. Also ich finde, ich selber hate auch nicht. Also wenn ich ein Video scheiße finde, dann gebe ich das selber, ich klicke dann einfach weg und muss dann keinen Daumen nach unten geben und dann noch 1000 Mal schreiben, ey, das ist ja voll kacke, das Video, du bist so ein Noob, verpiss dich. Meinetwegen gib einen Daumen nach unten und schreib einen konstruktiven Kommentar, aber doch nicht so, weil, also ich finde, das muss nicht sein. Und ja, dann wollte ich noch, ich habe noch eine zweite Geschichte, also Erstmal, der ist wirklich da fast dran zerbrochen. Und ich hab's halt selber mitgekriegt. Dann hat er auch den Kanal geschlossen und das ist ich. Und ja. Und es gibt dann noch die andere Sache. Da wirst du halt von einer Person explizit gehatet. Das heißt, er hat Bot-Accounts, der dich dann wirklich die ganze Zeit hatet. Und ja. Es gibt noch eine letzte Sache. Die dritte Sache sozusagen. Das heißt, lass mich mal versuchen, jetzt zu überleben. Und zwar gibt es da die, du gehst in die Schule.
und deine Freunde oder deine oder Bekannte von dir sind auf deinem YouTube-Kanal und beleidigen dich, was weiß ich. Entweder weil sie neidisch sind, weil sie selber nicht so viele Abos haben oder weil sie einfach Spaß dran haben. Das kann man selber, kann man nicht in die Köpfe von denen gucken. Aber sowas ähnliches ist mir auch mal so ähnlich passiert, obwohl mich das eigentlich nicht krass stört. Also es ist jetzt nicht so krass, oh Gott, da mobben mich alle. Es ist jetzt echt, es ist überhaupt nichts Schlimmes, muss man sagen. Das ist halt einfach mal so ein witziges Kommentar drüber ablassen. Ich finde ich überhaupt kein, da ist überhaupt nichts bei. Und ja, so ist das halt, ne? Und wenn man neidisch ist, das merkt man so vor. Also ich merke es als Person, merke ich es sau schnell, wenn jemand neidisch auf mich ist. Ich merke es eigentlich direkt. Ob jemand neidisch ist oder ob jemand mich nicht mag, merke ich ziemlich schnell. Außer er ist ein Schauspieler und kann das total gut verstecken. Aber eigentlich kann man sowas nicht verstecken. Und wenn jemand neidisch auf mich ist, dann soll das halt sein. Also ich finde das jetzt... Shit, die Lavaquelle ist genau bei uns. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Mein Freund, wir müssen hier weg. Ich mag dich zwar, aber weg müssen wir trotzdem. Shit! Mann, oh fuck. Ich muss hier weg. Wie komme ich hier weg? Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Bauen. Bau dich. Leute, ich habe überlebt. Und, es macht mich jetzt auch nicht runter oder so. Ich mache einfach weiter. Auch wenn ich jetzt, nein, ist ja auch egal. Dann kommt das nächste Thema, mein Texture Pack. Ich muss aber das jetzt leider mal ändern. Hier sind außerdem, da steht, das ist das PvP-Edit von Saturation, bla bla. Und das Celtics habe ich auch nochmal. Aber ich nehme jetzt mal das Gaming Friends wieder rein. Und, könnt euch alle mal reingucken. Das ist noch ein Resource Pack von, meinem Horror Game Dingsbums. Und das ist von, Replix. Das ist auch ziemlich nice, muss man sagen. Und ich habe hier einfach weniger FPS-Drops, deswegen nehme ich das jetzt. Okay. Leute, wir haben überlebt. Es ist, glaube ich, gar nicht so schlau, nach oben zu gehen. Ich frage mich, warum alle nach oben gehen. Die breitet sich doch nach oben aus. Ich glaube, ich gehe jetzt auch nach unten. Wir haben ja unendlich Blöcke. So, zack. Taktik. Aber der Spielmodus ist auf jeden Fall geil. Ich habe auch früher mal so eine Survival-Welt gemacht, habe mir dann den Tsunami-Mod geholt und dann einfach versucht so zu überleben. Also es macht mir immer persönlich... Alter, die Lava-Welle sieht einfach viel geiler aus. Macht eigentlich ziemlich Spaß. Also mir macht das persönlich sehr, sehr, sehr viel Spaß. Gibt's auf dem Funwolf-Server. Aha. Aha. Komm, dann gehen wir jetzt mal auch in diese Notorganisation hier. Ah, schön. Nee, es macht echt richtig Bock. Und einer von uns drei wird als erstes sterben, aber wir wissen nicht wer. Spielmodus ist echt nice. Und ja, Texture Pack, mein Texture Pack, was ich vorhin drin hatte, ist auf jeden Fall in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr euch gerne mal runterladen. Hat, glaube ich, euch jemand gefragt. Und ja. Den nerv ich jetzt. Aber warum geht die nicht? Digga, bau doch hier nicht ab, bist du doof? Ja komm, ich baue auch mal ab, ich will auch sehen, was hier abgeht. Alter, scheiße. Ich gehe raus. Leute, das ist hier nicht gut. Wir müssen hier weg. Fuck, 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 fuck. 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 Das war eine richtig dumme Idee. Oh Gott. Okay, es ist kein Fliehen mehr hier. Erstmal alles vollbauen hier. So einen kleinen Bunker bauen. Oh nein! Die Lavawelle kommt immer mehr. Bitte, bitte. Nein, verpiss dich doch von mir! Ja. Mach zu, mach zu, mach zu. Mach doch zu. Okay. Oh, fuck. Alter, ist der Spielmodus geil. Nee, macht echt richtig Bock. Den werde ich auch auf jeden Fall nochmal zocken. Außerhalb der Aufnahme. Oh Gott. Und ja, wenn euch die Stories so gefallen haben, also Leute, es bringt... Oh fuck, wenn man angreift, dann hat man keine Blöcke mehr. Und das habe ich gerade getan.
Das war ziemlich doof. Und jetzt bau bitte zu. Ist der blöd, der will uns alle töten. Gut, 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 gut. Oh, Leute, wir sind in einer Organisation. Wir werden bald alle sterben, Leute. Es ist nicht kein... Oh. Ups. Scheiße, Mann. Nein! Komm doch wieder rein! Bist du doof? Was machst du? Alter! Fuck. Es wird langsam eng hier, Leute. Jetzt macht es scheiß zu. Macht es doch einfach... Ganz ehrlich, wer ist auf diese dumme Idee gekommen, das aufzumachen? Hm? Wer ist auf diese dumme Idee gekommen, das aufzumachen? Hm? Leute, das war's von dieser Folge. Wenn es gefallen hat, du die paar Stories und wenn ihr das Thema noch ein bisschen mehr ver... Ich habe glaube ich noch eine Story auf Lager. Dann zeigt das mal mit einem Daumen nach oben. Und ja, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.